Willkommen zurück zu Das geheimnisvolle Testament. Immer noch liegt dichter Nebel über der TKKG-Stadt, doch wir sind hier im warmen und trockenen und vor allem gemütlichen Schiff der Seeteufel an Bord bei Frau Seidlitz. Eigentlich könnten wir uns ja ewig hier drin aufhalten, was zu essen gibt es ja auch, wir haben hier drüben eine Kombüse. Frau Seidlitz ist ja auch eine nette Person, allerdings haben wir noch einen Fall zu lösen und vor allem einen Schatz zu finden. Und um das, dieses Ziel zu verfolgen, werden wir dieses Schiff verlassen müssen. Und zwar jetzt mit Willi raus in die neblige Umgebung von TKKG. Und ich denke, bevor wir unseren Plan verwirklichen, zu Faratizian zu gehen, wenn es auch möglich ist, gehen wir nochmal mit Gabi zu Frau Seidlitz noch ein letztes Mal ins Trockene. Und gucken, ob vielleicht noch eine Frage aufgetaucht ist, die nützlich für unsere Schatzsuche sein könnte. Woher kannte Kapitän Bering meinen Vater? Das kennen wir, glaube ich, schon. Im Rätsel ist von einem Gast, einer Art Schutzgeist, die Rede. Könnte damit der Klabautermann gemeint sein? Und da geht es um den Klabautermann und ich weiß, dass wir die Frage schon mal gestellt haben, aber ich glaube, die Antwort ist so interessant, dass wir sie noch ein zweites Mal stellen können. Durchaus. Kapitän Bering liebte Geschichten vom Klabautermann. Klabautermänner waren Kobolde, die auf schadhafte Stellen am Schiff hinwiesen und dafür ein eigenes Gedeck in der Messe bekamen. Ich glaube nicht daran, aber werfen Sie mal einen Blick in die Offiziersmesse. Die Offiziersmesse, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das zu bedeuten hat. Ich glaube aber wirklich, dass viele Seemänner damals an den Poltergeist geglaubt haben, den guten Geist, der die Schiffe beschützt. Und ja, hier ist die Kapelle von Faratizian im ganz oberen Eck bei den Bergen, bei den Hügeln. Und ich denke, das wäre eine gute Idee, dem mal einen Besuch abzustatten, wenn er denn da ist. Guten Tag. Ah, das Fräulein, das sonst immer seinen Cockerspaniel spazieren führt. Gabi Glockner, ja. Mein Hund Oskar horcht zurzeit lieber an der Matratze, als durch Laub zu stöbern. Tja, der angenehme Zeitgenosse Faratizian. Diesmal mit einem roten Schal unterwegs. Es wird kalt. Es scheint eine sehr herbstliche Jahreszeit zu sein. Die Blätter sind von den Bäumen geweht und im Hintergrund verschwimmen die Berge im Nebel. Und diese Straße kennen wir. Wir haben Faratizian schon einige Male besucht. Und hier scheint gerade jemand beerdigt worden zu sein. Das wird der Herr Bering gewesen sein. Sonst wäre das hier nicht so eindeutig. Hier liegt er also. Hier ist seine letzte Ruhestätte. Und hier die Kapelle des Friedhofs. Aber wir reden erstmal mit dem Herrn Pfarrer. Welchen Eindruck haben Sie von Knut Bering? Knut Bering ist ja der Herr, der den Scherzartikelladen betreibt und der uns ein wenig hinterher zu schleichen scheint. Er stand auf der Beerdigung seines Großonkels stocksteif und mit geballten Fäusten da, während sich Frau Seidlitz eine Träne fortwischte. Wir alle gehen mit Trauer unterschiedlich um. Ist natürlich die Frage, warum er so stocksteif war. War das denn wirklich die Trauer? Oder muss man ihn vorhalten, dass das die Wut war, dass er um sein Erbe betrogen wurde? Das kann ja auch sein, dass er auf viel Erbe gehofft hat. Vielleicht um seinen Laden auszubauen oder um sich etwas anderes zu suchen, vielleicht etwas Größeres. Wer weiß. Wir können in die Kapelle rein. Oma ging auch jeden Sonntag in eine Kapelle, um Kerzen anzuzünden. Gabis Oma hat die Kirche besucht. Ging, also Vergangenheit. Vielleicht ist Gabis Oma schon verstorben oder jetzt im Altenheim. Von Gabis Oma haben wir vor allem in den Tivola-Spielen eher selten was gehört, wenn nicht gar nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Geschichte zu gibt in den Hörspielen. Und im Hintergrund eigentlich eine schöne Orgelmusik. Unterstreicht das Ganze ganz schön und dieses Schachbrettmuster kann man ein wenig verweilen, denn uns eilt ja auch niemand. Wir haben ja Zeit. Noch, wir sind ja alle jung. Und selbst die Alten unter uns haben noch ein wenig Zeit. Interessant. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben ein Buddelschiff, ein Flaschenfisch.
Ein Flaschenfisch haben wir hier. Und was gibt's noch? Eine Puppe, ein Flugzeug, ein Bild von einem Jungen mit einem Teddybären. Wenn dieses Foto reden könnte. Kann es ja. Bilder können manchmal mehr reden, besser reden, viel mehr erzählen als Worte. Sonst gäbe es ja keine Fotografen. Und sonst würden wir ja nicht von allem, was wir erleben, Fotos machen. Vor allem in der heutigen Zeit, wo jeder eine gute Smartphone-Kamera hat, die sofort gezückt wird, bei gegebenem Anlass. Aber wir schauen uns erstmal das Flaschenschiff an. Gar kein einfaches Wort. Eine folgt mit kurzem Straffen. Na, dann wollen wir mal. Also ich habe eindeutig eine Münze fallen hören. Aber wo ist sie hin? Ach, dann hat Gabi direkt das Rätsel gelöst, den Mechanismus ausgelöst mit dem Bernadette-Flaschenschiff. Und hier scheint irgendetwas... Ah ja, tatsächlich, das scheint eine Münze zu sein. Aber die ist unter diesen Leuchter, könnte das sein, gerutscht. Die hätten wir! Wir haben eine Münze. Und da weiß ich jetzt nicht, ob wir die lieber bei uns behalten sollten oder ob wir die direkt schon anbringen sollen in der Seeteufel. Aber ich glaube, wir schauen uns erstmal weiter noch ein wenig um und besuchen mit den anderen den Pfarrer. Gott zum Gruße, Pfarrer Tizian. Wie ist der Draht nach oben? Gott zum Gruße, Willi. Sehr gut, danke. Ich bete jeden Morgen und Abend und fühle mich danach einfach besser. Das freut mich. Ich denke, eine Frage zur Zeit sollte erstmal genügen. Wir können dann ja nochmal eine zweite Runde drehen. Was halten Sie von Frau Seidlitz? Eine patente Person. Sie hat die Beerdigung von Kapitän Bering ganz nach seinen Wünschen ausgerichtet. Es hätte mich noch interessiert, was denn die letzten Wünsche von Herrn Bering waren, abseits von dem Testament, das wir ja kennen. Und Willi kann nicht in die Kirche, in die Kapelle hinein. Schade eigentlich. Dann soll es mit Karl nochmal versuchen. Soll ich es versuchen? Oder wir? Hallo, Herr Tizian. Gott zum Gruße, mein Junge. Tief durchatmen. Ich liebe den Herbst. Ehrlich gesagt, mir ist der Frühling allemal lieber. Naja, auf jeden Fall ist der Herbst angenehmer als der Winter zuweilen. Und wenn man früh am Morgen mal einen Spaziergang macht oder joggen geht, bei so einem Wetter, dann ist es wirklich balsam für die Lunge und vielleicht auch für die Seele. Da mag ich das Wetter dann auch am liebsten. Besser als wenn man irgendwie im Sommer schwitzen muss oder so. Da ist der Herbst schon angenehmer. Und Pfarrer Tizian scheint das zu würdigen. Was halten Sie von Lars Berings Nachlass? Entweder führt er alle gehörig an der Nase herum, oder er trägt eine alte Schuld ab. Aber das sind nur Mutmaßungen. Genaues weiß ich auch nicht. Ja, mag ja sein, dass er sowas wie eine Wette verloren hat, der alte Herr Bering, dass sein Testament derart vollstreckt werden soll durch eine Schatzsuche. Wir wissen es nicht. Das wird sich vielleicht noch herausstellen. Guten Tag, Pfarrer Tizian. Gott zum Gruße. Es ist ganz schön frisch geworden. Das finde ich nicht so schlimm. Ich ziehe mich halt warm an. Genau, es gibt ja keine schlechte Kleidung, sondern nur schlechtes Wetter. Oder war es doch andersrum? Erwähnte Kapitän Bering eine alte Währung namens Moyer? Moyer. Nein. Seine Lieblingsthemen waren Frauen und Schiffe. Da fiel nur der Name Bernadette. Über Geschäftliches bewahrte er Schweigen. Bernadette, Moment mal. Die Bernadette war doch auch ein Schiff, das wir in der Kapelle gesehen hatten. Und die Bernadette war nicht die Seeteufel. Waren es also zwei Schiffe, die es gegeben hat? Eindeutig ja. Dann müssen wir uns mit zwei Schiffen auseinandersetzen, mit der Seeteufel und der Bernadette. Und die Bernadette hütete das Geheimnis der Münze, von der Tim gerade gesprochen hat. Moyer, Moyer-Taler soll es gewesen sein, glaube ich.
Hat Kapitän Bering an den Klabautermann geglaubt? Ja, aber das würde dem lieben Herrgott sicher nicht gefallen. Kapitän Bering war etwas eigen. Er wollte den Klabautermann kurz vor Untergang seines Schiffes Bernadette gesehen haben. Dann war die Bernadette also das Schiff, in dem er im Bermuda-Dreieck gekentert ist. Und natürlich mag der Herr Tizian den Klabautermann nicht besonders, weil das ja eine Art Götzenanbetung zu sein scheint. Da sind die Priester ja immer ein bisschen eigen. Die mögen das, glaube ich, gar nicht hören, wenn jemand an solche Hexerei glaubt. Was hat der Klabautermann mit der christlichen Seefahrt zu tun? Er teilt das Geheimnis um Leben und Tod. Ich will dir die Herkunft der Klabautermänner erzählen. Wo immer früher ein Kind durch Gewalt starb, suchte seine Seele Zuflucht in einem Baum. Die Kinderseele lebte in den Bäumen weiter, als kleiner Kobold. Zum Bau der Schiffe benötigte man viel Holz und Bäume. Und so kamen die Kobolde zur See und wurden als Klabautermänner bekannt. Ja, schön, dass wir so viel über den Mythos des Klabautermanns erfahren. Und dass Herr Bering uns sein Vermächtnis auf diese Weise vermittelt hat, denn so können wir noch einiges erfahren über sein Leben und über seinen Glauben, der nicht nur auf dem christlichen Gedankengängen beruht, sondern auch auf denen der Seemannskultur und der Seefahrer. Was halten Sie von Lars Berings Nachlass? Liegt dort hinter der Kapelle Captain Berings Grab? Ach, schön, dass wir die Frage auch nochmal stellen können. Ja, es war sein Herzenswunsch, hier beerdigt zu werden. Eine Seebestattung kam für ihn nicht in Frage. Ich werfe mich doch nicht selbst den Fischen zum Fraß vor, hat er gesagt. Tja, nicht das Klischee, dass ein Seemann auch zur See bestattet werden möchte. Vielleicht wollte er einmal im Leben an Land bleiben und nicht für ewig auf hoher See sein. Das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt ja auch eine andere Möglichkeit der Bestattung. Ich glaube, Wikinger-Bestattung nennt sich das. Dort, wo man auf ein brennendes Schiff, auf einem brennenden Schiff Richtung Ozean und Richtung Horizont fährt. Ein bisschen extravagant und vielleicht nicht was für jedermann. Aber ich denke, Herr Bering war ein bodenständiger Mensch, wenn er zumindest mal an Festland war, auf dem Festland, und möchte natürlich auch bodenständig begraben werden. Und wie könnte das anders funktionieren als durch eine standesgemäße Erdbestattung? Das ist schon alles recht durchdacht gewesen von dem alten Mann oder von dem Texter der Geschichte. Sagt Ihnen der Name Alexander etwas in Verbindung mit harten Nüssen und schwierigen Knoten? Okay. Das bricht jetzt ein bisschen raus, das mit den harten Nüssen, aber Alexander ohne Schmach, von dem ist hier die Rede. Da fällt mir spontan ein Ereignis aus der Geschichte ein. Alexander der Große und der Knoten des Königs Gordios. Ein Orakelspruch sagte, derjenige werde über Asien herrschen, der den Knoten lösen könne. Aber niemand schaffte es. Bis zum Jahre 334 vor Christus. Alexander der Große versuchte gar nicht erst, den Knoten zu entwirren, sondern durchschlug ihn einfach. Rabiat, aber wirkungsvoll. Tja, Alexander der Große hat einen Knoten gelöst, indem er ihn durchschlug. Nicht besonders geistreich, mit Sicherheit, aber auf jeden Fall effizient. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das eine Anspielung auf unser Problem. Auch wir müssen einen Knoten lösen. Wir erinnern uns an die Affenfaust. Und auch wir haben Zugang zu einer Klinge. Und ob wir das Ganze so kombinieren können, wie ich mir das gerade zusammengedacht habe, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Und sehen, ob wir Alexander dem Großen gleich tun können und vielleicht eine zweite Münze finden können in der nächsten Folge. Bis dahin.